Ach, ihr seid schon da. Schön warm habt ihr es hier. Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Willkommen zu einem neuen Update. Also frisch ans Werk. So, jetzt werde ich den hinteren Teil der Tunnelinnenmauer einkleben. So, die Straße in den Tunnel hinein muss natürlich auch im Dunkeln verschwinden und deswegen mache ich am Ende der Tunnelstraße einfach eine schwarze Wand. Ich werde sie hier auch an der Seite festkleben mit der Seitenmauer, dass das eine stabile Einheit bildet. Ja. Und jetzt kann man hier in den Tunnel hineinschauen und man sieht nur ins Schwarze. So, ich werde jetzt noch mal zur Kontrolle hineinschauen und ich muss sagen, man sieht nichts. Man sieht nicht das Ende der Straße und man sieht nicht, dass die Straße hier drin abrupt endet. So, hier klebe ich jetzt ein Stück der hinteren Mauer auf, der hinteren Außenmauer. Und diesmal habe ich nicht vergessen, die Außenwand hier ein Stück überstehen zu lassen. Und so sieht das jetzt von der Rückseite bzw. von der Außenseite aus. Jetzt kommt das hintere Teil an die Reihe. Dann fehlt noch das Mittelteil und dann sind die Tunnelwände fertig. Die Wände vom Altstadtwerk. So, jetzt kommt noch der Mittelteil. So, wird jetzt eingesetzt zwischen die beiden Außenteile. Und fertig sind die Mauern des Altstadtberges, die Außenmauern des Altstadtberges. Und so sehen die Außenmauern des Altstadtberges von der Rückseite aus. Und jetzt kommt die... So, die Altstadtbergplatte liegt. Im Großen und Ganzen passt sie auch. Sie würde perfekt passen, wenn sie sich nicht mittlerweile ein wenig verbogen hätte. So werde ich nachbessern müssen. Ich zeige auch gleich mal an welchen Stellen. So, hier vorne ist jetzt erstmal soweit alles okay. Die Platte liegt perfekt auf, aber nur, weil ich sie hier nach vorne drücke. Jetzt liegt sie hinten nicht ganz auf. Drücke ich hinten runter, liegt sie hinten ganz auf und hier steht sie ab. Das kann ich gleich mal zeigen, da muss ich noch nachbessern. So, hier würde sogar ein Tunnelportal hinpassen, allerdings etwas schräg. Oder ich muss hier da ein Stück einsetzen oder das so schräg lassen und hier zumachen an der Seite. Mal gucken, das ist jetzt aber gar nicht das Problem. Also so sieht es wunderbar aus. Jetzt zeige ich euch mal von hinten, dass es dann nicht mehr so wunderbar aussieht. So, hier ist eine Lücke, da bin ich aber selber schuld. Da habe ich das aus Versehen hier abgeschnitten. Da kann man aber noch ein Stück Pappe draufsetzen, das ist überhaupt kein Problem. Hier vorne steht sie etwas über, entweder weil ich falsch berechnet habe oder egal. Jedenfalls kann man so diese Pfeiler jetzt nicht mehr hinstellen, weil sie stehen ab. Sie muss ich also entweder kürzen oder
so hinsetzen. Irgendwie noch was vorbauen. Oder das ganze, die ganze Mauer etwas vorziehen. Das werde ich mal sehen, wie ich das mache. So, diese Lücke hier unten kann man ganz einfach schließen, indem man hier runterdrückt. So, jetzt habe ich aber hinten auf der anderen Seite dieselbe Lücke. Und das kommt daher, weil die Platte ein wenig krumm ist. Die hat sich mittlerweile verbogen. So. Wenn wir mal schauen, wie das sind alles kleine Probleme, mal schauen, wie wir das lösen. So, jetzt habe ich nämlich hier hinten die Lücke. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ist aber eigentlich auch kein Problem. Ich setze den Pfeiler einfach ein Stückchen höher, bis der hier an die Platte rankommt. Irgendwie mit Pappe und vorne mit der Felsstruktur. Wäre also auch kein Problem, dann wäre das nämlich hinten eigentlich geschlossen. Hier ist noch ein kleines bisschen, steht es hier über, kann man auch noch ein bisschen ausbessern, indem man hier noch ein Stück Felsen zwischensetzt. Wenn ich das jetzt hier runternehme, ich hier wieder runterdrücke, dann ist das hier okay, aber es steht hinten wieder offen. Ich denke mal, wenn ich das so lasse und das hier zumache, das wäre die bessere Lösung. Und das sähe dann hier hinten so aus, es ist so gut wie geschlossen, aber dass das hier übersteht, das wird auf jeden Fall bleiben. Da müsste ich das ein Stück vorsetzen, dann würde ich aber vielleicht wieder Probleme hier mit den Loks und den Wagen bekommen, wenn die hier durchfahren, weil ich ja dann noch die Pfeiler vorsetzen könnte. Das muss ich alles mal in Ruhe überlegen. Habe ich schon mal ein paar Nägelchen eingesetzt. Die muss ich noch festklopfen. Die am Rand muss ich sehen, dass das Gleis nicht übersteht. Denn sonst müsste ich nachher ein Loch in die Wand bohren. Das geht also. Jetzt fange ich mal an. Ziemlich hart das Holz. Sorgen. Aber wenn ich das nur klebe, dann fürchte ich, dadurch, dass die Platte sich ein bisschen biegt, dass das mit dem doppelten Klebeband an einem oder den anderen Enden nicht halten wird. Tja Leute, ich kann euch sagen, das ist das härteste Holz, was ich bisher hatte. Bei keinem Holz gingen die Nägelchen so schwer rein wie hier. So, jetzt will ich die Umgebung des Gleises grundieren, wo dann später der Schotter und die kleine Mauer hinkommt. Und hier kommt dann gleich der Bahnhof hin. Also ich stelle ihn nur mal provisorisch hin, damit man sehen kann, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob genau dieses Mäuerchen da hinkommt, aber irgendeine Abgrenzung muss ja dahin. So ungefähr soll die Altstadt dann später aussehen. Und hier mal ein Blick auf die Altstadt von der anderen Seite. So, hier habe ich schon die Nägelchen, ein paar Nägelchen eingesetzt. Mal festklopfen. Ach, da wird schon mal nichts. Fail. Aus, Ende, das gehört zu den Outtakes.